Achso, ich komme mal zur nächsten Mail hier auch. Ups, da ist Peter wieder da. Zunächst will ich euch erstmal dafür danken. Moment, von wem ist das? Micha. Zunächst will ich euch erstmal dafür danken, dass ihr uns jeden Tag so viele unterhaltsame Videos liefert. Vor allem bei meiner Freundin hänge ich oft stundenlang vor dem Bildschirm und amüsiere mich mit ihr über euren Kram. Allerdings mag meine Freundin euch tatsächlich so sehr, dass sie ihre Brüste nach zwei Mitgliedern eures Teams benannt hat. Moment, lass mich vorraten. Nein, warte. Okay. Was öfters mal zu interessanten Situationen führt. Nun könnt ihr ja gerne mal raten, wer das sein könnte. Gizmo und Sammy oder Hardy und was weiß ich. Also die größte Brust von ihr heißt bestimmt Bram. Oder Dennis. Also eine heißt auf jeden Fall Hardy. Okay, vielleicht hat sie eine behaarte Brust, die heißt Hardy, und eine, die hat keine Haare, die heißt Jay. Nee. Voll eklig. Ich denke. Was ist okay. falsch mit dir? Ich leg mich fest auf Brammen und Chris. Jay hat gewonnen! Bam! Bin ich gut. Was hat er denn gesagt? Bram und Chris. Genau. Ah, gut, dass viele Leute Chris heißen. Aber die Frage ist jetzt auch, wie die natürlich dann ihr Sexleben ausfüllen. Weißt du, wenn die ganze Zeit natürlich währenddessen auch darüber reden oder so. Ja, pack doch mal bitte den Chris an. Alter. Oh Gott. Da stellen sich mir ja schon die Haare bei auf. Und wer war der andere? Nicht, dass Bram so vernachlässigt wird oder so. Nee, geht gar nicht. Weißt du, Christian ist ganz hart, aber Bram ist gerade noch ein bisschen weich. Die müssen wir wieder ein bisschen kitzeln. Boah. Weich ist gut. Ja, okay. Weiter im Text.